Wie du mit diesen Eyeliner-Tricks deine Augen optisch liften kannst. Je älter wir werden, desto schwieriger wird es, unsere Augen zu schminken. Die Gesichtshaut wird trockener oder ist oft gerötet. Die Schlupflider werden immer mehr, das heißt, das Lid von hier oben verdeckt das Auge. Und dann ist immer auch die Frage, soll ich überhaupt einen Eyeliner-Strich ziehen? Weil, wenn ich so in den Spiegel schaue und hier den Eyeliner-Strich, also den Wimpernkranz, verdichte und dann so reinschaue, sehe ich es ja nicht mehr, weil das Schlupflid verdeckt alles. Aber die Antwort ist ja, das sollst du tun. Weil, wenn du jetzt mit jemandem sprichst, dann blinzelst du, schaust nach oben, schaust nach unten und der Gegenüber, man sieht den Eyeliner-Strich. Schaust du so in den Spiegel, ist er verschwunden. Spricht man so, schaut nach oben, unten, ist er da. Und hier kommt schon der erste Trick bei älteren Augen. Wenn du einen Lidschatten auch auftragen willst, nimmst du im hinteren Bereich hier einen dunkleren Lidschatten und vorne einen helleren Lidschatten. Ich nehme jetzt den Eyeshadow Muscat Nummer 304 und dann trage ich hier im hinteren Bereich wie so ein Dreieck auf. Das muss auch nicht ganz genau sein, oder? Weil wir das gleich dann auch noch mit einem Pinsel verblenden. Und im vorderen Bereich, das ist dann alles hier, dieser Bereich, bis zum Augeninnenwinkel, nehme ich einen hellen Farbton. Da habe ich jetzt den Eyeshadow Champagne Nummer 305. Und dann wirklich so hier in den Übergang rein. Und jetzt, damit der Übergang nicht so hart ist, natürlich verblenden. Ich korrigiere jetzt hier im hinteren Bereich noch mal ein bisschen mit dem dunkleren Lidschatten. Wichtig ist, dass du den hier hinten, die dunkle Farbe, nicht zu weit hier runter ziehst, weil dadurch wird es optisch dein Auge eben nicht geliftet, sondern noch runtergezogen. Ganz wichtig, also hier an der Kante aufhören mit dem Dunklen. Und der nächste Trick ist, wenn du einen Eyeliner auftragen willst, um deinen oberen Wimpernkranz zu verdichten, nimm nicht schwarz. Nimm eine andere neutrale Farbe, sowas zum Beispiel wie den Kajal 129 Aubergine. Denn für die meisten von uns ist ein schwarzer Eyeliner-Strich viel zu hart. Lieber dann eine weichere Farbe nehmen. Und auch das Auftragen selber ist gar nicht so einfach bei den älteren Augen. Durch das Schlupflid ist hier alles ja meistens ein bisschen faltig. Das heißt, du musst hier ziehen. Eine quasi glatte Fläche schaffen, die Falten langziehen und dann hier am Wimpernkranz entlang auftragen. Jetzt über den Lidschatten drüber, ist überhaupt kein Problem. So, und ich trage den Eyeliner jetzt nicht bis ganz nach vorne, ja, weil da möchte ich ja die helle Farbe als dominierende Farbe haben, sondern nur ungefähr hier bis 3/4. Was natürlich nie fehlen darf, ist dann die Mascara. Dadurch, dass du das aufträgst und die Wimpern nach oben gebogen werden, öffnet es dein Auge auch nochmal optisch. Also ich finde, man sieht schon den Unterschied. Das geschminkte Auge wirkt größer, wacher, frischer und man sieht den Augenlift. Und weil ich ja so jetzt nicht auf die Straße gehen möchte, machen wir natürlich noch das andere Auge. Ich fange eben immer hinten mit der dunklen Ecke an. Und da nochmal zur Erinnerung eben, ich mache mir hier so einen Strich nach oben. Das ist so quasi meine Grenze. Und über diese Grenze hinaus gehe ich mit der dunklen Farbe niemals.
weil sonst wird es so runtergezogen optisch. Da ist die Grenze. Dann die helle Farbe hier vorne. Und die helle Farbe darf dann auch der größere Bereich sein. Ganz wichtig, bis hierher. Und dann verblenden. Und beim Verblenden fange ich immer erstmal hier in, wo der Augenknochen oben aufhört, die Augenhöhle quasi anfängt. Und gehe erstmal hin und her, damit der Übergang hier weicher wird. Und dann eben der Übergang von der hellen und dunklen Farbe. Und auch hier eben bei unseren etwas älteren Augen, wie immer wichtig, mit den Fingern ziehen. Wir müssen quasi die Falten glatt ziehen. Anders kann man es nicht sagen. Und dann auch hier der Eyeliner. Wieder alles glatt ziehen. Und dann am Wimpernkranz entlang. Bis ungefähr hier. Und auch nochmal zum Auge öffnen. Mascara. Kennst du noch andere Tricks für unsere Schlupflidaugen? Wenn ja, schreib sie doch in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen und die ganze Community hier natürlich auch. Weitere Schminktipps kommen im nächsten Video. Bleib unbedingt dran. Viel Spaß beim Schauen. Bis bald, deine Tina. Psst. Ich das jetzt sagen? Tick, 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 tick. Und dann machen wir mal. Und dann mache ich so. Tü, lü, 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 lü. Yo. So in der Art? Das kann ich jetzt nicht nochmal wiederholen, weil ich bin ja schon geschminkt. Nein, man kann natürlich auch blau nehmen. Das ist natürlich nicht neutral. Ein Kick. Ein Kick, Kick, Kick. Das ist gut.